Hier ein landwirtschaftlicher Betrieb im Elsass, wie es auch in unserem Lande viele gibt. Karl Helmer heißt sein Besitzer. Ein aufgeschlossener, tatkräftiger Landwirt, der für moderne Entwicklungen immer einen wachen Sinn hat. Die Leistungen seines Betriebes beweisen es. Herr Helmer fürchtet darum die Zukunft nicht. Er vertraut seiner Tüchtigkeit. Die Getreideerträge seines Betriebes liegen weit über dem Durchschnitt des Landes. Und während die Legehennenhaltung ein bisschen die Liebhaberei von Frau Helmer ist, bringt die Schweinemast ihr gutes Geld und die Milchviehhaltung schon lange. Ein hervorragender Bestand edlen Herdbuchviehs sind die Garanten dafür. Übrigens, vor kurzem hat sich Herr Helmer einen neuen Schlepper angeschafft. Warum er, wie so viele andere, gerade den McCormick 523 gewählt hat und weshalb gerade dieser Schlepper zur rentabelsten Anschaffung in seinem Betrieb geworden ist, das kann ein Arbeitstag dieses Schleppers anschaulich erzählen. Dass dieser Tag ein 29. August ist, das ist nun wirklich reiner Zufall, aber ein glücklicher Zufall. An diesem Tag hat Bauer Helmer ganz besonders viel zu tun für seinen Schlepper. Pflügen, Strohpressen und manches andere hat er auf seinem Arbeitsplan vorgemerkt und er hofft, dass er das meiste davon auch wirklich schafft, wenn das Wetter mitspielt. Die erste Amtshandlung am Morgen ist daher für Herrn Helmer das Abhören des Landfunks mit dem Wetterbericht. Dann der Gang zum Barometer und schließlich der Blick ins Wetter. In Ordnung, freut sich Herr Helmer. Heute wird was geschafft. Garagentor auf, der Arbeitstag kann beginnen. Zuerst die morgendliche Kontrolle. Herr Helmer hat mit seinem McCormick einen Schlepper gewählt, bei dem das wirklich im Handumdrehen zu bewerkstelligen ist. Kühlwasser ist gut. Öl okay. Und dann die elektrische Anlage. Sie sollte man ebenfalls überprüfen. Fernlicht und die Blinker. Die Fettpresse? Nein, die braucht Herr Helmer nicht. Den Nippel, die täglich mit Fett versorgt werden müssen, gibt es an einem McCormick-Schlepper nicht mehr. Also gleich gestartet. McCormick-Schlepper sind Schnellstarter und springen auch bei kaltem Wetter prompt und zuverlässig an. Woran das liegt? An der durchdachten Motorkonstruktion mit dem günstigen Verdichtungsverhältnis. Einen solchen Motor sollten wir uns übrigens einmal näher ansehen. Na, was macht es schon, dass Herr Helmer bereits aus der Garage fährt? Alle Motoren der neuen IH-Motorenfamilie sind Direkteinspritzer mit äußerst geringem Kraftstoffverbrauch. Die Ein- und Auslassventile haben rotierende Ventilteller, die einseitiges Ausschlagen der Ventilsitze verhindern. Besondere Kühldüsen leiten schädliche Wärme ab. Die Nockenwelle ist hoch angeordnet, daher können die Ventilstößelstangen kurz gehalten und die hin- und hergehenden Massen des Ventiltriebs verringert werden. Ergebnis: Drehzahlunempfindlichkeit. Hier die zuverlässige IH-Zweikreiskühlung mit Thermostat. Die wartungsfreie Einspritzpumpe mit hydraulischem Regler. Alle IH-Vierzylindermotoren haben Spezialschwingungsausgleich, der größte Laufruhe gewährleistet. Unter uns gesagt, der gleiche Motor wird auch in schwere IH-Baumaschinen eingebaut. Allerdings, der Baumaschinenmotor im Schlepper von Herrn Helmer ist gedrosselt. Sie wissen, gedrosselte Motoren halten länger. Aber Drosselmotoren hin, Drosselmotoren her. Herr Helmer hat jetzt keine Zeit, über Schleppermotoren nachzudenken. Er muss hinaus aufs Feld. Mal sehen, was er machen will. Aha, pflügen. Ja, das ist leichtes Anbauen, wenn am Schlepper alles so einfach und praktisch konstruiert ist und wenn die Anbauhilfsmittel sinnvoll und im wörtlichen Sinne handlich angebracht sind und der Fahrerstand zum Auf- und Absteigen genügend Raum bietet. Aber was macht er denn jetzt? Nun, die Sitze von McCormick-Schleppern kann man der Körpergröße des Schlepperfahrers anpassen. Ganz einfach. Man sieht, Herr Helmer fühlt sich so richtig wohl auf seinem Schlepper und sehr selbstbewusst. Eben mein Mann, der weiß,
dass er etwas kann und der darum im Dorfe Einfluss hat. Seine Entscheidungen werden akzeptiert, ganz besonders, wenn es fachliche Entscheidungen sind, zum Beispiel die Wahl eines Ackerschleppers. So braucht es gar nicht zu erstaunen, dass viele Landwirte seinem Beispiel gefolgt sind und sich auch für einen McCormick-Schlepper entschieden haben. Angelangt. Und schon kann die Arbeit beginnen. Absenkdrossel geöffnet. Jeder McCormick-Schlepper hat diese Sicherheitseinrichtung. Und den Pflug abgesenkt. Natürlich arbeitet Herr Helmer mit Regelhydraulik. Genauer gesagt mit der IH-Exakt-Regelhydraulik, die ihren Namen nicht umsonst führt. Denn exakt kann man wirklich mit ihr arbeiten. Und Herr Helmer verlangt auch eine solch genaue Arbeit, weil er weiß, das ist die Grundlage für hohe Erträge. Sehen Sie, wie genau der Pflug die Arbeitstiefe einhält, unabhängig von den Nickbewegungen des Schleppers. Hier die präzise Hydrauliksteuerung. Helmers McCormick 523 Schlepper besitzt übrigens das modernste IH-Getriebe, das man sich denken kann, Agriomatic S. In der Acker- und Straßengruppe dieses Getriebes kann er die Zugkraft steigern, ohne zu schalten. In der Rückwärtsgruppe kann er vor- und zurückfahren, ohne den Schalthebel zu betätigen. Hier pflügt Herr Helmer in der Straßengruppe. Verändern sich innerhalb eines Ackerstückes die Arbeitsbedingungen, erhöht sich also zum Beispiel plötzlich der Arbeitswiderstand. Wie das auf vielen Flächen mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen vorkommt, braucht der Helmer nur diese kleine Hebelbewegung zu machen und schon steigert sich die Zugkraft. In den Ackergängen hat Herr Helmer die gleiche Möglichkeit, nämlich schneller oder langsamer zu fahren, ohne den Schalthebel betätigen zu müssen, wie es jeweils die Arbeitsbedingungen erfordern. Das erleichtert die Arbeit und erhöht die Leistung. Tatsächlich, mit einem McCormick-Schlepper fahren heißt rationell fahren, denn mit einem McCormick-Schlepper kann man schalten, ohne zu schalten. Übrigens, das Agriomatic S-Getriebe mit hydraulischer Schnellschaltung besitzt 12 günstig abgestufte Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge. Sie alle sind voll synchronisiert wie beim modernsten PKW. Und jetzt Pflügen in der Rückwärtsgruppe. Pflug drehen. Hydraulische Schnellschaltung rückwärts. Hydraulische Schnellschaltung vorwärts. Ohne Kuppeln, ohne Gangwechsel. Voraussetzung für gute Bodenadhäsion der Antriebsräder beim Pflügen ist ein ausgeglichenes Gewichtsverhältnis, ein Verhältnis von Vorder- zu Hinterachslast, so wie man es bei McCormick-Schleppern in idealer Weise findet. Herr Helmer hat inzwischen den Pflug abgebaut, denn am Nachmittag ist Strohpressen vorgesehen. Der geringe Kraftstoffverbrauch laut elektrischer Anzeige scheint Herrn Helmer kaum glaublich. Deshalb schnell noch ein Blick in den Tank. Die Uhr stimmt also doch. Nachfüllen noch nicht nötig. McCormick-Schlepper sind sparsam. Der 523-Schlepper von Herrn Helmer ist einer aus der berühmten IH-Star-Serie. 323 der Benjamin mit 26 PS. 353 ein robuster Schlepper der Mittelklasse. 423 vielseitig mit 40 PS. Dann Helmers 523 mit 52 PS und für höchste Leistung 624 mit 61 PS. Für jede Betriebsform und für alle Betriebsgrößen ist hier wirklich der richtige Schlepper dabei. Ergänzt wird diese Reihe noch durch superstarke Schlepper, durch Allradversionen und durch Schmalspurtypen für Sonderkulturen. Aber lassen wir das, sehen wir uns lieber den Schlepper von Herrn Helmer einmal etwas näher an. Stabile Blockbauweise. Hier die Hydraulikpumpe, gleich am Motor angeflanscht. Ölfilter als Wegwerffilter. Vorderachse im Ovalprofil, serienmäßig ausziehbar. Und dazu passend die achtfache Hinterradverstellung.
und dies die Besonderheit der McCormick-Schlepper, die leichtgehende Zentralpunktlenkung. Die Bremsen als Einzelradbremsen zu betätigen, sind Scheibenbremsen. Reifen mit griffigen Profilen wegen der Bodenadhäsion. Das ist das Heck mit stabiler Dreipunktaufhängung. Und gleich zwei Zapfwellen, die Tausender als Sonderausrüstung mit dabei. Stabile Halterung für den oberen Lenker. Bequemer Aufstieg und erstklassig gepolsterter Sitz gleich doppelt zu verstellen. Nach Körpergröße und nach Körpergewicht. Unterhalb des Armaturenbrettes der Sicherungskasten. Hier einen Überblick auf den Fahrerstand. Alle Instrumente sind zweckmäßig und sinnvoll, für den Fahrer also leicht erreichbar angeordnet. Das gilt auch für die Batterie, die ohne Umstand zu erreichen ist. Auch alle Hebel sind im Griffbereich des Schlepperfahrers, im wörtlichen Sinne also handlich angebracht. Hinter der modernen Kühlerverkleidung, die durch Flügelmuttern abgenommen werden kann, verbirgt sich der Luftfilter. Er liegt hier in der staubärmsten Zone, was von großer Wichtigkeit ist. Unser Star kann sich also sehen lassen. Aber, wo ist er geblieben? Schon auf dem Feld. Geht eben alles schnell mit einem McCormick. So bleibt Fräulein Helme, der Juniorchefin des Betriebes, nichts anderes übrig, als ihrem Vater nachzufahren, denn sie hat eine wichtige Nachricht für ihn. Der Wagen der Helmers ist zwar keine Luxuskalesche, aber dafür ist er praktisch und bietet alle nötigen Komfort. Und nicht anders ist es mit Helmers McCormick-Schlepper auch. Autoähnlicher Fahrkomfort. Helmer presst Stroh. Mit einer McCormick-Hochdruckpresse samt Ballenschleuder, Ein-Mann-Arbeit also. Hier ist ein Brief für dich, von Herrn E.G. Was will er denn? Er liest selbst. Eine Einladung zur Messe. Sollte man sich nicht entgehen lassen.